Fahrerseite, Kotflügel hat keine Fahrer, sieht man jetzt gerade gar nicht. Ne? Aber das Gute dran, wenn man ein Auto verkauft, ein Autohändler ist, dann verkauft man den genauso beim Regen. Ich schwöre, jetzt keine Macke. Alles der, gut. Jetzt sieht der 200% besser aus wie im Trockenen. Ne? 1,8D für 500 Euro, der Motor in Ordnung ist, Getriebe in Ordnung ist, könnt ihr so kaufen, Jungs. Auch wenn ihr nur den Motor und Getriebe kauft. Egal, dann tragt ihn einfach. 340.000. Aber guck, wie der läuft. Länge. Einen Fehler haben wir da. Da bin ich mal gespannt. Guck mal, jetzt mit dem dritten Gang ganz leicht beschleunigen. Schon geil. Nichts Radlager ausgeschlagen. Hat man ja auch nichts gehört. Also keine Ach, Radlager, alles super. Also deswegen, ich bin ja auch selber erstaunt. Ja, ich meine, 500 Euro ist echt nicht viel Geld für ein Auto, ne? Kann man auch nicht viel erwarten. Aber also wir haben ein Projekt vor, was uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr herausfordern wird. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um meinen Audi A3 Quattro 1.8T. Ein Projekt mit Sotuni, mit dir. Grüß dich, Bruder, Corona Faust hier. Wir machen einen, also wir haben ein Projekt vor, was uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr herausfordern wird. Ne, mit dir? Ja, das denke ich auch. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Und hier steht unser 500-Euro-Projekt. Also 500-Euro-Auto. So, mit dir, du bist ja gerade mit mir mitgefahren. Wie findest du den Wagen so? Das Geile bei diesem Motor ist ja 340.000 gelaufen. Und mit dir, du, guck mal, jetzt mit dem dritten Gang ganz leicht beschleunigen. Schon geil. Boah, 1.8T. Typisch 1.8T. Ja, aber der ist ja der mit 180 PS, weißt du. Die Autos im Regen sind teurer, wenn es. Die sind immer teurer. Ja, aber die besser aussehen, ne? Ja, aber die besser aussehen. Das dann glänzen. Hat der Kratzer? Och, ja. Kein Kratzer. Garagenfahrzeug. Garagenfahrzeug. Ich glaube, wir haben hier auch ein Garagenfahrzeug. So, jetzt 500 Euro und das Auto. Ja, in der Preisklasse würde ich sagen, es ist ein erstklassiges Fahrzeug. Ja. Garagenfahrzeug, kein Kratzer. Definitiv. Keine Unfallschäden, keine Lackschäden. Alles Perlmutt. Alles Perlmutt. Den verkauft man auch nur beim Regen. So wie ich das gerade gesagt habe. Oh, ich sehe gerade, was du bist hier. Nein. Hätte ich das gewusst, du. Hättest du nicht genommen. Hätte ich dich gekauft. Nein, also ich denke, für das Geld ist es echt kein schlechtes Fahrzeug. Also er sieht von innen einigermaßen, macht ja einen gepflegten Eindruck. Für, ja. Also man muss ja immer auch die Laufleistung ein bisschen berücksichtigen, im Hinterkopf behalten. Für 340.000 Kilometer ist das schon nicht schlecht. Besser. Genau, ist eigentlich noch besser. Ey, und man darf nicht vergessen, 340.000 gelaufen, 99 und als erstes 500 Euro. Bitte. 500 Euro, da gibt es auf jeden Fall mal nicht viele Autos. Ich denke, das können viele wahrscheinlich auch bestätigen. Definitiv. Die sich vielleicht in der Preisklasse mal ein Auto. Warte. Genau, ist ein Allrad. Ne? Ja. Allrad. Allrad in der Preisklasse und das Allrad funktioniert? Ja, hier zu dem Motor natürlich mit dir. Was sagst du zu diesem Motor? Das ist ja diese AJQ. AJQ, also was grundsätzlich, sagst du? Grundsätzlich sind die 1.8T-Motoren eigentlich ja alle gut. Alle gut, das sowieso. Ja, AJQ ist noch so mit einer der ersten oder der erste mit ME7-Steuergerät. Also das heißt, die sind noch nicht ganz so weit entwickelt und die sind halt unten immer ein bisschen träge. Der hier ist aber eigentlich nicht so träge, finde ich. Nein. Der geht echt ganz gut eigentlich. Sind keine Schläuche hier weich oder so. Also von der Kurve Gehäuselüftung ist alles noch gut. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Hat hier auf der Seite natürlich. Eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank, weil ist für unser Vorhaben gar nicht so schlecht, dass der so ein paar Schäden hat und ein bisschen noch besser ranzig aussieht. Ja. 1.8T für 500 Euro, der Motor in Ordnung ist, Getriebe in Ordnung ist, könnt ihr so kaufen, Jungs. Auch wenn ihr nur den Motor und Getriebe kauft. Egal, dann tragt ihn einfach. Was wir auch vergessen haben, Leerlauf. Ne? Leerlauf von den Dingern, die werden ja oft gerne undicht irgendwo in der Ansaugung, Kurbelgehäuse, Entlüftung und so weiter. Ne? Und da muss einigermaßen alles dicht sein, weil der Leerlauf ist echt ruhig. Also super. Also der läuft super, schaltet super, zieht einigermaßen super.
bis auf, wenn wir Vollpunch geben, wie du gesagt hast, N75 oder die Unterdruckdose. Ach, ist hallo. Uns eigentlich auch erstmal egal. Ne? Wichtig ist eigentlich egal. Das Auto selber. Ja. Getrieben brauchen wir. Ne? Motor muss heile sein. Ja. Das war's. Also die brauchen wir sonst nicht viel eigentlich. Ne? Die werden ja wieso unser Projekt, die Herausforderung bei diesem Projekt werden wir sowieso alles machen. Ne? Das ist ja uns egal. Das, was halt, das, was geht. Ne? Ja. So, wir gehen jetzt einmal in die Werkstatt, gucken uns den Wagen nochmal von unten an, was Sache ist, und damit der mit dir auch einmal beruhigt ist. Weil er denkt immer noch 500 Euro, da ist doch irgendwas faules, sagt er. Faules Ei. Ja, und mit dir verlinke ich hier unten, ne? Hier sein Instagram, sein YouTube-Kanal, er macht YouTube, ja, auch Videos über dieses Auto wird auf seinen Kanal kommen. Ihr könnt ihn auf jeden Fall mal abonnieren. Ich verlinke ich unten. Ja, damit habe ich. Das ist bestimmt der Stecker unterm Sitz wieder. Ja. Mal, immer. Habe ich nicht ausgelesen, aber ich werde mal ja machen. Nee, ja, aber. Ich kann vielleicht gleich noch kurz machen, was wir. Ja, machen wir. Machen wir. Bestimmt der Stecker unterm Sitz, weil das macht ja eigentlich selten was. Du sagst mehr. Stecker unterm Sitz, sagst du Beifahrer oder Fahrer? Beifahrer. Ich sag Fahrer. Mal schauen, wer recht hat. Gucken, vielleicht können wir es gleich noch beheben. Das ist der erste Mangel ist schon mal weg. Können wir ja gucken. Ja, ist hier das kleinste Problem. So, jetzt lesen wir den einmal aus, mal schauen, was der sagt. So du hast ja gesagt, Beifahrer. Beifahrerseite, Stecker am Beifahrersitz. Und du Fahrersitz, ne? Ich sag Fahrerseite Airbag. Ja, ich habe mich für die Beifahrerseite entschieden. Auf jeden Fall sind wir uns einig, das wird mit Sicherheit ein Fehler am Stecker sein, ja. Ja, ist sicher, genau weiß ich doch. So. Fahrerseite! Aber Fahrerseite der Airbag selber. Seiten-Airbag hat der ja nicht. Hat der Seiten-Airbag? Doch, warum? Stimmt, im Sitz, ne? Ja, im Sitz, aber heißt ja unten Stecker, am Stecker. Stecker am, ja. Am Stecker. Also ist ja beides. Fahrerseite, okay, hast gewonnen. Fahrerseite. Weißt aber du, vielleicht kann man es direkt beheben. Hä? Ja, wir gucken uns das sofort an. Aber ich versuche den erstmal zu löschen. Mal schauen, vielleicht lässt er sich ja löschen. Warte, wann war der Fehler dann zuletzt da? Können wir ja schauen. Sporadisch. Ist nicht immer da. Ja, aber ein paar Mal Stecker auseinanderziehen, zusammenstecken, dann geht das wieder. Ja, Fehler wird gelöscht, wurde gelöscht. So, jetzt starten wir den mal und schauen, ob der läuft. Ja, meinst du, der Start geht noch bei 10,4 Volt? Ja, versuchen wir mal. Versuchen wir zu starten. So, damit ihr... Er hat er noch gekriegt und Airbag-Leuchte ist aus. Erster Fehler schon mal behoben. Ist ja Hauptsache und ich habe verloren. Ich sag doch hier. Ich weiß nur nicht, was ich verloren habe. Ja, werden wir gleich sehen. Der Meister hier. So repariert man Autos. Fehler löschen. Fehler ist gelöscht. Also ist ja keine Airbag-Leuchte mehr hier. Ja, wenn das wiederkommen sollte, ziehen wir dann Stecker ein paar Mal ab und wieder drauf. Dann genau. Gibt es auf jeden Fall im Video schon mal keine Beschwerden mehr, dass die Airbag-Lampe an ist. So ist es. So, sollen wir den Wagen mal von unten anschauen? Willst du den mal anschauen? Ja, gerne. Ja. Also der Zustand von unten wird mich auf jeden Fall noch interessieren. Hier oben haben wir einen Federbruch. An der Seite. Spitzenfahrwerk. Spitzenfahrwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Federbruch. Spitzenfahrwerk. Und hinten haben wir natürlich noch das hier, falls du das gehört hast mit dir. Ach, sorry. Ja, nee, gerade war ruhig, ne? Das klemmt jetzt. Ja, klemmt. Guck mal, jetzt klemmt. Jetzt klemmt. Ja. Hat sich selbst repariert. Ja, hat Schiss gekriegt hier. Also Airbag ist repariert, das ist repariert. Ja, Feder machen wir auch noch. Neuwagen. Ja, 1.8T hat immer. Also es gibt ja, und der hat sogar die größere Scheibe. Ich glaube, der hat die schon 312. Mit 312er. Ja, die sieht auf jeden Fall groß aus. Ja, die sieht auch groß aus. Was ist das für eine Felge? Ist das 16 Zoll oder was? Ist, glaube ich, ein 15er. 15. Ja, und die Felge ist komplett voll. Die ist dann voll, ist das ja. 312 mm auf jeden Fall. Mhm. Ja, ansonsten leicht ölfeucht. Aber das ist ja normal bei dem Ölfeucht hier oben. Immer. Aber auf jeden Fall nicht schlimm. Also für uns, für unsere Ziele, scheißegal. So ist es. Ja, ansonsten sieht ja eigentlich ganz okay aus, ne? Auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja, Zustand von unten ist, war ich eigentlich erstaunt. Also ich auch. 39 und also fast 240.000.
von unten eigentlich keine richtig nennenswerten Mängel. Ja. Krass. Ja, bis auf die Ventildeckellichtung. Bisschen Ölfeucht, was uns sowieso erstmal nicht interessiert, weil wir am Motor ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen dran müssen. Die Feder ist gebrochen, das müssen wir auf jeden Fall machen noch. Ne? Feder habe ich da, zwei Federn habe ich da. Ist krass, jetzt stell dir mal vor, zwei Federn rein, hinten den Blech raus, Airbag haben wir gelöscht, Ventildeckellichtung, Motor sauber machen, kriegt der TÜV. Und das für 500 Euro. Ja, also soweit eigentlich das ist nichts krank. Spiel, ja, also kein Lagerspiel oder irgendwas rausgeschlagen. 1000 Euro Projekt, das wird knapp. Und das wird krass. Und das wird uns herausfordern. Das ist definitiv. Ja, das Geile ist, wir wissen ja nicht, ob wir es schaffen. Ja, was schaffen wir? Was schaffen wir für 1000 Euro? Wie viel PS? 1000 Euro ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Definitiv. Weil 1000 Euro ist halt nicht viel Geld. Nein. Mal sehen, was wir mit dem Geld anstellen können, was wir damit machen können. Ja. Ist auf jeden Fall mal nicht viel. Turbo ist klar. China-Lader ist auch klar. Viel Geld bei dem Budget ist nicht. Ist prima. Kostet der Turbo ja schon. Dompipe, Eigenbau, dann Düsen. Dann werden wir, die Düsen werden wir holen. Pumpe, dann Lagerschalen. Hier, wir haben ja, Pleule haben wir da. Schöne Grüße nochmal an Reno. Reno war hieß der, der mir die Pleule geschickt hat. Ehrenmann, Dankeschön nochmal von hier. Und das war's. Und die Kupplung. Auspuff, Eigenbau. Und das Geile ist, wir haben 1000 Euro zur Verfügung. Natürlich, die Arbeit wird nicht gezählt. Öl und so wird auch nicht gezählt. Jetzt, wenn wir eine Dichtung oder so haben, wird jetzt auch nicht gezählt. Es also Verschleißteile, so nein. Dass das Auto jetzt wieder, ich sag mal, normal fahrtüchtig ist, zählen wir nicht. Also nur, nein. Nur, ich sag mal, Teile für das Upgrade oder für das Tuning selber. Genau, für das Tuning selber. Das heißt, abstimmen zählen wir auch nicht. Das ist ja Arbeit. Ne? Das ist die Arbeit halt. Und das wird die Herausforderung sein. Und wir werden natürlich gebrauchte Teile nehmen. Wenn es neue Teile sind, sind auch neu. Also wir werden auf Schnäppchenjagd gehen. Das ist ja, wir werden ja auch zusehen, weil wir dürfen nicht über 1000 Euro kommen. Das ist die Herausforderung. Und wir sind dann im Endeffekt natürlich gespannt, sind wir in diesem Rahmen? Und wenn, wie viel brauchen wir? Also wenn wir jetzt im Endeffekt 800 Euro ausgegeben haben, dann haben wir 200 Euro über, dann können wir ja gucken, was wir damit machen. Aber natürlich, wie du es gesagt hast, ist dieses Auto perfekt. Weil es sieht nach nichts aus, Sleeper. Und das wird ja auch so sein. 1000 Euro, Wolf und Schafspelz, Projekt Sleeper. So wird das ja auch heißen, unser Projekt. Genau, ein unauffälliges Auto. Ich denke, mit so einem einigermaßen ranzigen A3 von außen ist man unauffällig unterwegs. So ist es. Es wird ein reines Viertelmeile-Projekt. Das haue ich jetzt auch raus. Ja? Viertelmeile. Reines Viertelmeile-Projekt. Wir können ja mal gucken, was wir sonst noch für einen Spaß damit machen können. Ja. Auf der Autobahn. Ja, klar, abstimmen müssen wir auf der Autobahn machen, ist klar. Aber ich sag, es wird rein für unser Viertelmeile-Projekt. Damit werden wir auch im Viertelmeile-Projekt teilnehmen, du und ich. 1000 Euro, Viertelmeile. Wir haben ja auch ein Deadline. Dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall noch Viertelmeile machen, weil ich glaube, dieses Jahr wurde alles verschoben auf September. Und da wollen wir ja auf jeden Fall bis September wollen wir, dass es fertig ist und da teilnehmen. Ja, wollen wir hoffen, dass es auch klappt. Ja? Dass, ich hoffe es. Dass alles mal ein bisschen, ich meine, es geht ja gerade alles wieder los, ja? Es wird immer mehr zugelassen. Ja, deswegen. Corona ist langsam Geschichte. Ja, hier Berlin, Race City, schöne Grüße. Der war ja letztens Viertelmeile in Berlin. Hammergeil, habe ich mich selber gefreut, dass es wieder gibt. Und das wird ja unser Viertelmeile-Auto werden. Und das Geile ist, ich weiß nicht, ob du das raushauen willst, du hast ja bald einen eigenen Prüfstand. Neue Halle, eigene Prüfstand. Wolltest du das raushauen? Ja, doch. Wird auf jeden Fall einen Prüfstand geben. Allrad-Prüfstand ist bestellt. Ja. Lieferzeit wohl angeblich 9 Wochen noch. Genau. Neue Halle wird es geben. Da freue ich mich auch. Mit Prüfstandsraum. Und seid ihr auch gegönnt. Und ja, mal gucken, vielleicht. Gibt es ja vielleicht ein Fest. Vielleicht können wir damit auch irgendwas anstellen. Auf ja, natürlich, das wird ja definitiv. Ne? Der muss auf die Rolle. Das ist unser Versuchskaninchen für sowas. Also das muss sein.
für, also jeder, der mit Tuning zu tun hat, weiß, dass 1000 Euro nix sind. Normalerweise wird die Kupplung so viel kosten. Und das wird eine Herausforderung sein. Und ihr draußen seid auch gefragt, habt ihr irgendwas? Ich sag mal, eine Kupplung, Lagerschalen oder vielleicht Düsen oder vielleicht eine Pumpe. Also, wir können ja schon mal aufzählen, was wir brauchen. Also das ist ein 5-Gang-Getriebe, 228 mm Kupplung. Genau. Düsen werden wir brauchen, mindestens irgendwas 500 Kubik, lieber größer, 630 irgendwas gebraucht. Desto größer, desto besser. EV6 mittlere Version. Ist eigentlich egal, was für eine Größe, Hauptsache irgendwas über 500 Kubik. Drunter sollte es vielleicht nicht unbedingt sein. Ja, haben wir ja gesagt, Pumpe. Also da haben wir aber eine China-Pumpe, egal. Ja, wir werden mal so eine China-Pumpe testen. Ja. Ja. Irgendwas gibt es auf jeden Fall Brauchbares. Gibt es, ja. Was werden wir noch brauchen? Turbolader haben wir gesagt, haben wir schon da. Turbolader haben wir da, Krümmer haben wir da, Downpipe werden wir selber machen. Downpipe, Abgasanlage bauen wir selber. Machen wir selber. Die Rohre. Ja. Also eine Kupplung wäre uns wichtig. Lagerschalen, wenn einer welche hat. Und die Düsen. Genau. Lagerschalen, die drei Sachen. Lagerschalen reichen auch, Serienlagerschalen. Ja. Die haben Serie schon gespotterte Lagerschalen. Die reichen also vollkommen aus. Ja, aber wichtig ist natürlich, dass wir auch eine Sinterkupplung haben. Wichtig, ne? Also nicht, dass ihr kommt und uns eine normale Kupplung anbietet. Nein, die brauchen wir natürlich nicht. Sinterkupplungen werden wir auf jeden Fall brauchen. Ne? Werden wir brauchen. Bei der Leistung, die wir anstreben, wir wissen natürlich nicht, wie viel Leistung wir haben werden, aber wir werden natürlich versuchen, mit den Sachen, was wir haben, das Maximum herauszuholen. Und was einigermaßen hält, das ist ja auch so eine Sache. Es soll ja auch halten. Aber halten ist einmal nicht das Thema. Ne? Halten ist egal mit dir. Wenn er jetzt drauf geht, dann geht er drauf. Also der Motor wird wohl halten, aber was China-Turbolader wissen wir ja nicht so, aber das ist jetzt nicht unser Hauptaugenmerk, sondern Hauptaugenmerk ist, denke ich, dass wir mit dem Auto ein bisschen Spaß haben, auf der Viertelmeile einigermaßen schnell sind und dass es halt einfach funktioniert. Also zu gucken, was kommt leistungstechnisch bei dem Budget, sage ich mal, raus, was ist da machbar, ist auf jeden Fall nicht viel Geld. Also ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr erstens von der Idee hält, wie viel PS wir mit diesem Budget erreichen werden. Und werden wir es überhaupt erreichen für dieses Budget? Ist auch interessant. Was denkt ihr? Werden wir für 1000 Euro hier einen Low-Budget-Sleeper auf die Beine stellen? Wenn wir es nicht schaffen, wäre im Prinzip der Tipp 0 PS. 0 PS heißt, wir werden gescheitert. Ja, also, aber jetzt sag du mal. Ich sag jetzt auch gleich meine Meinung. Ich sag euch jetzt den Turbo, den wir haben, das ist der GT35. Ich sag mal, wir haben jetzt 630er Düsen. Pumpe und so weiter. Was denkst du, was wir mit einem GT30 mit 630er Düsen mit einer einigermaßen Pumpe erreichen können? Ungefähr. Wenn alles so funktioniert, wie wir es vorstellen. Wie wir uns das vorstellen, dann wird das wohl auch so zwischen 400 und 500 PS sein. Ja. Ich sag auch, so 400 PS rum. Mit einem GT35? 500 wird schon eng, das glaube ich schon hochgestapelt, aber genau. 400 wird wohl machbar sein. Ja. Genau. Es geht ja auch nicht darum, wann der Turbolader anspricht. Das ist uns egal. Auch wenn der bei 5000 anspricht und nur bis 7 dreht, ist uns egal. Uns ist wichtig, dass wir einen Launch Control haben und dass wir ein gut schnell sind. Ja. Auf der Viertelmeile kommt man sowieso selten unter 5000 Umdrehungen. Also so ist es. Ist also, es im Prinzip egal. Genau. Drehen können wir auch über 7000, ja. 7,5, 7,8, kein Problem. Genau. Und das wird die Herausforderung. Das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Projekt. Bin ich mir 100% sicher. Weil das ist nicht mein Lupo, das ist nicht dein Golf, das ist nicht hier der V6 Turbo. Es ist echt ein Projekt, was uns definitiv sehr viele Nerven kosten wird, aber auch sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl im Punto Low Budget günstig kaufen. Wir können ja das schon mal anbieten. Ich sag mal, wenn jetzt einer uns hier 630er Düsen zur Verfügung stellt, für wenig Geld, der kann dann eine Runde mitfahren. Das ist auch eine geile Idee. Kann er mitfahren. Das ist auch eine geile Idee. Und im Video verewigt werden. Ja. Du darfst ja nicht vergessen. Kupplung ist, glaube ich, mit das größte Problem. Ja, was machen wir mit den Kopfschrauben? Serie-Kopfschrauben. Serie, okay. Ja, aber was ist mit der Kopfdichtung? Die kostet ja auch mal gerade mal 100 Euro. 70 Euro. Ne?
darfst du nicht vergessen. Das musst du auch mitzählen, weil das gehört ja wiederum zu den Verstärkern des Motors. Da müssen wir uns vielleicht was einfallen lassen. Ne? Ja. Gibt es Alternativen oder... Ja, zwei Dichtungen nehmen. Aber sind wir auch bei 70 Euro. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch die Alternative, was auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir die Verdichtung runterbekommen wollen, S3 Kolben zu nehmen oder abdrehen. Abdrehen. S3 Kolben habe ich da. Ladeluftkühler haben wir vergessen. Ladeluftkühler, ja. Ja, den Original lassen wir auf jeden Fall nicht drin. Ne? Okay, Verrohrung bauen wenn wir. Ladeluftkühler, wenn da vielleicht jemand was hat, was hier reinpassen könnte, muss natürlich ausreichend groß sein. Ladeluftkühler meine ich natürlich, der sollte nicht der kleinste und billigste von eBay sein, weil das wird für unser Vorhaben nicht funktionieren. Also möglichst groß. Ja. Und es kann ja auch der ein oder andere Sponsor einspringen. Ne? Wenn jetzt der Sponsor sagt, ey, bau das ein, können wir natürlich auch machen. Ja, wenn da jemand seinen Ladeluftkühler sponsern möchte, dann... GT35, China-Lader und China-Krümmer. Was soll man dafür zählen? 150? Die Krümmer sind nicht teuer, ne? 100, also nagelneu kostet 70 Euro oder was? 80 Euro. Turbo kriegst du ab 100 Euro. Komm, wir sagen mal für beide 100 Euro. Gebraucht 100 Euro. Also zusammen 200. Also, nee, zusammen 100 Euro. Würdest du jetzt so bei eBay verkaufen? eBay-Kleinanzeigen. 100 Euro für beide. Ja, stimmt, ne, das ist dafür nicht bekommen. So, sagen wir mal 100 Euro für beide, haben wir schon ausgegeben. Die Dompipe zählen wir nicht, das war ein Eigenbau von mir. Die will ich auch nutzen dafür. Ne? Das heißt, 100 Euro haben wir schon ausgegeben. Also haben wir nur noch 900 Euro für unser Projekt. Das wird interessant. Ja. Die aufgezählten Teile brauchen wir, bin ich mal gespannt. Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung wird eigentlich. Pleule, hast du gesagt, hast du noch. Habe ich, Pleule habe ich da. Pleule, Lagerschalen habe ich da, zwar die mittleren Lagerschalen habe ich nicht da. Und die Hauptlager habe ich nicht dabei. Die müsste ich hier auch neu machen. Ja, aber die kriegt man auch. Hauptlager kann man zum Beispiel auch alt lassen, wenn die gut sind. Genau. Nee, die machen wir neu, die kaufen wir neu. Wir wollen ja auch, dass er hält. Was sagt ihr zu diesem Projekt? Ganz, ganz wichtig. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, nicht vergessen, mit dir auf Instagram und YouTube definitiv bei mit dir einmal folgen, so Tunic das Ganze. Da wird das Ganze auch sein. Ne? Also wir werden das immer parallel switchen. Also ja, es wird halt auch teilweise auf meinem Kanal stattfinden. Je nachdem, um was es dann geht, ja. Genau. Das auf jeden Fall zusammen. Und weißt du, was geil ist? Wenn der fertig ist, ich sag mal so 8-9 Wochen, wenn er fertig ist, dann auf deinem Prüfstand zu sehen, wie viel PS das Ganze gebracht hat, unser 1000-Euro-Projekt. Also ganz ehrlich, machen wir mal ein fettes Video. Definitiv. Also, wenn das jetzt ein anderer YouTuber gemacht hätte, ich hätte das direkt verfolgt. Das ist geil, weil mich würde das voll interessieren. 1000-Euro-Projekt. Ey, hat das schon einer gemacht, 1000-Euro-Projekt? Low-Budget-Projekte gibt es ja 1000. Weißt du, wo du so ein Projekt verfolgen kannst? Wo denn? Kfz-Putzis hat sehr viele. Ich habe gehört, der hat sogar so für 300 Euro ein geiles Projekt gemacht. Ein Lupo-Projekt damals. Soll ja irgendwie 20 Millionen Klicks haben schon bei Facebook. Nein, aber bei dem Lupo-Projekt habe ich ja sehr viele Sachen verkauft und damit immer verrechnet. Deswegen war ich auch im Endeffekt auf 300 Euro. Aber wenn du so guckst, war ich schon bei 2000 Euro. Aber weil du halt immer wieder was verkauft hast. Weil ich immer wieder was verkauft habe. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr euch meldet, wenn ihr irgendwelche Teile, die wir euch abkaufen können, habt oder sponsern wollt. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Auf jeden Fall. Könnt ihr wahrscheinlich Yunus anschreiben bei Insta oder mich. Oder hier. Oder auf YouTube in die Kommentare schreiben, wie auch immer. Und vergiss nicht, die Leute, die uns helfen, komm. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Wir lassen uns was einfallen, aber ihr könnt auf jeden Fall mitfahren. Und wird verewigt in einem Video von uns. Ob es auf seinem Kanal oder auf meinem Kanal. Ne? Und nicht nur ein paar Meter, also da werden schon einiges fahren. Und wenn du einen Führerschein hast, vielleicht fährst du immer noch. Mal schauen. Mal schauen. Ja, wenn der Teile zur Verfügung hat, wird er auch Führerschein haben. Außer ja, Scheiße. Kann ja sein. Ne? Kann ja sein, dass ein 16-Jähriger von seinem Vater irgendwas wegschickt. und dann wieder fahren oder so. Nein, Spaß. So, danke fürs Zuschauen. Folgt hier. SOW Tuning. Mit dir. Folgen auf Instagram
und YouTube. Auf YouTube. Ja, bei ihm werden auch auf jeden Fall Videos kommen. Und wie immer, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.